Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und der Look Fantastic Adventskalender ist endlich bei mir angekommen. Ich freue mich ganz besonders drauf, den jetzt mit euch zusammen auszupacken und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Auch im letzten Jahr habe ich den Look Fantastic Adventskalender einmal ausgepackt und er ist einfach ein ganz toller Kalender gewesen, gehört definitiv auch mit zu meinen Favoriten vom letzten Jahr und darum musste ich jetzt in diesem Jahr nicht lange überlegen, ob ich ihn mir bestelle oder nicht und jetzt steht er einmal hier in seiner vollen Pracht. Ich habe für den Kalender 80 Euro bezahlt als Abonnentin der Look Fantastic Beauty Box. Wenn man die nicht abonniert hat, dann musste man 95 Euro bezahlen. Das ist eine ordentliche Stange Geld. Allerdings trumpft der Kalender auch mit einem Gesamtwarenwert von 500 Euro. Ich bin gespannt, mit welchen Produkten Sie das umgesetzt haben, aber zunächst schauen wir uns einmal den Kalender von außen an. Eine Kleinigkeit möchte ich euch schon mal verraten. Ich werde nicht alle Produkte aus diesem Kalender für mich selbst behalten. Ein Teil wird es wieder zu gewinnen geben und welche Produkte das sind, sehen wir dann am Ende. Jetzt schauen wir aber mal uns den Kalender an. Ich finde, so vom ersten Blick, vom ersten Gefühl her, hat mir der im letzten Jahr ein bisschen besser gefallen. Ich fand ihn da einfach sehr edel von der Optik. In diesem Jahr ist er sehr modern, es passt zu Look Fantastic definitiv, aber er ist halt so schwarz, weiß, silber, gold gehalten. Das ist nicht so ganz mein Ding, aber letztendlich kommt es auf die inneren Werte an. Was mir sehr gut bei dem Kalender gefällt, und das war auch schon im letzten Jahr so, wenn man ihn jetzt hier einmal aufklappt, hat man Schubladen. Ich liebe Schubladenkalender. Die finde ich noch besser als diese Boxenkalender und viel, viel besser natürlich als die Kläppchen-Adventskalender. Diese Schubladen sind prima geeignet, um darin Dinge aufzubewahren. Ich habe sie zum Beispiel in meinen großen Schubladen dann so hineingestellt. Da hatte ich ja mal ein Video für euch gemacht, wie ich meine ganzen Produkte aufbewahre. Und diese Schubladen aus dem Kalender vom letzten Jahr haben da ihren Einsatz wiedergefunden. Übrigens hat dieser Kalender gleich 25 statt 24 Türchen. Das ist ja bei den meisten englischen Kalendern so. Die Nummer 1 ist tatsächlich hier das große Goldene. Das hätte ich jetzt eher fast sogar für den 25. verwendet, wenn ich die nummeriert hätte, diese Schubladen. Und ich mache sie mal auf und sie ist ziemlich groß. Also man sieht jetzt hier auch, dass diese Schubladen ziemlich tief sind, eben auch so tief wie der Kalender ist. Und hier scheint aber was relativ Kleines drin zu sein. Was mir aber auch schon mal sehr gut gefällt, ist diese rosane Optik hier drin. Ich finde, das macht den Kalender doch wieder etwas mädchenhafter und das gefällt mir ziemlich gut. Und ich kann hier schon Natasha Denona lesen. Und das ist schon mal ein richtig klasse erstes Produkt. Wir haben hier von Natasha Denona ein Blush Glow Duo, Blush and Highlighting Powder. Und die Farben, die gefallen mir so auf dem ersten Blick auch schon mal richtig gut. Ich packe das aus, wir werden swatchen. Ich hatte eh überlegt, mir einen Blush von Natasha Denona zu kaufen. Das brauche ich jetzt dann erstmal nicht mehr, denn ich habe hier einen und der hat ein ganz schönes, edles, goldenes Packaging. Das spiegelt jetzt dann natürlich auch etwas in der Kamera. Und dann haben wir hier zwei tolle Farben, ein Highlighter und ein Blush ist das. Der Blush ist so zart rosa Farben, so ein bisschen ins Peach gehend. Und der Highlighter hat einen schönen hellen Champagnerton. Der Highlighter fühlt sich relativ hart an, aber doch irgendwie auch seidig. Der Blush fühlt sich noch seidiger an, sehr schön von der Textur, vom ersten Fühlen her. Das sind die beiden jetzt auf dem Finger und der Blush kommt da auch ziemlich glowy rüber. Ich swatch euch das jetzt einfach mal hier hin. Das ist einmal der Highlighter und das dann einmal der Blush. Der ist wirklich schön. Ein schöner, eher dezenterer Blush, wenn man ihn soft aufträgt, würde ich vermuten. Den werde ich mir gleich in mein Badezimmer stellen. Und dann werde ich den morgen für meinen morgigen Look direkt verwenden. Die Nummer 2 befindet sich einmal direkt hier unter der Nummer 1. Es ist eine schmale Schublade. Und hier haben wir ein Produkt drin, was hat gerade so hier in diese Schublade hineingepasst. Es ist ein Beauty Tool, ein Pinsel
von der Marke Luxy. Und da haben wir die 522, den Tapered Highlighter. Ein Highlighter-Pinsel in dieser Art habe ich von der Marke schon. Allerdings hat meine einen blauen Stiel. Der hier ist rosa, schön mädchenhaft. Das gefällt mir. Ich trage mir gerne damit Highlighter auf. Der nimmt richtig gut Produkt auf. Die Pinselhaare sind ganz weich und zart. Ein tolles Produkt für die Nummer 2. Das Produkt in der Nummer 3 ist nochmal richtig so mit diesem Seidenpapier eingewickelt. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man die Schubladen aufzieht, sieht man nicht sofort, was das für ein Produkt in der Schachtel ist. Das finde ich mega cool, denn davon hatte ich mal eine Handseife mir gekauft in der gleichen Duftrichtung, nämlich Rhabarber und Rose. Hier haben wir jetzt ein Bad- und Duschgel von Molton Brown drin und ich liebe diese Duftrichtung. Es ist meine liebste Duftrichtung von allen Molton Brown Produkten. Ein ganz toller, präsenter, intensiver Geruch. Der Rhabarber steht ganz klar im Vordergrund. Diese säuerliche Note ist sehr erfrischend, gleichzeitig aber mit der Rose doch auch feminin. Ein toller, betörender Duft. Ich liebe es. Die Nummer 4 ist echt riesig. Hier haben wir anscheinend auch wieder eine Flasche. Ah, wir haben hier von Rodial etwas, das Dragon's Blood Cleansing Water. Richtig cool und ja, Dragon's Blood, Drachenblut, genau so rot leuchtet das Ganze hier auch. 100 ml sind hier drin und ein Reinigungswasser von Rodial hatte ich auch noch nicht. Das sieht hier irgendwie mega hochwertig aus. Man hat hier nämlich so einen Pumper, wo man das Wattepad, ich verwende ja wiederverwendbare waschbare Pads, das kann man hier direkt draufdrücken, dann pumpt man, dann saugt sich das voll. Man hat dann genau die richtige Menge in der Regel und ja, das wird ausprobiert. Ich finde das total spannend. Vitamin B3 soll da noch mit enthalten sein. Das soll die Haut ja, aufhellen. Rosenwasser soll erfrischen und reinigen. Viel mehr steht dann da eigentlich auch gar nicht drauf. Hier steht noch Peel hier, dann wird da wahrscheinlich innen drin noch Text stehen. Das schaue ich mir dann aber später in Ruhe an. Ich finde es cool, ich freue mich drauf, das einfach mal auszuprobieren. Wir sind beim 5.12. und da hat sich das Produkt schon so ein bisschen ausgewickelt. Es ist ein Pot, ein kleiner Pot von Dreina. 532 The Cream Eyeshadow. Das ist toll. Ich mag diese Cream Eyeshadows von Dreina total gerne. Ich habe da einen da. Den verwende ich sehr gerne, wenn es mal schnell gehen muss. Der kriecht nicht in die Fältchen und lässt sich super auftragen. Der hat aber, glaube ich, eine andere Farbnummer. Wobei, wenn ich mir das hier anschaue, der Farbton ist ziemlich identisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den gleichen Farbton habe oder nicht. Ich werde ihn mal kurz holen und dann werde ich das mal vergleichen. Das hier ist meiner, den habe ich mir gerade aus dem Badezimmer geholt und das hier ist der aus dem Kalender. Der Deckel hat sich geändert. Der sieht etwas moderner und freundlicher aus, finde ich. Und die Farbnummern sind unterschiedlich. 313 ist der, den ich da habe und 532 ist der aus dem Kalender. Aber wenn ich mich jetzt nicht total irre, ist das die gleiche Farbe. Wissen tue ich es nicht, aber zwei so sehr ähnliche Farben brauche ich natürlich nicht. Das heißt, den hier werde ich in jedem Fall verlosen. Ich möchte euch aber trotzdem gerne mal anhand des Cream Eyeshadows, den ich da habe, die Konsistenz zeigen. Die sieht nämlich in etwa so aus. Und das ist ein ganz tolles Produkt. Das kann man einfach mit dem Finger aufnehmen und dann einarbeiten. Das trocknet ziemlich gut runter. Man kann es dann aber trotzdem auch noch so ein bisschen ausblenden. Und bei diesem Cream Eyeshadow verrutscht nichts in die Fältchen. Der bleibt da, wo er sein soll. Und die Farbe finde ich mega schön. Und ich wette fast, dass das der gleiche Farbton ist. Er ist jetzt hier einmal komplett getrocknet. Und jetzt verwischt hier auch nichts mehr. Wenn ich jetzt hier so rübergehe, ich tue auch keinen Glitzer oder irgendwas irgendwo anders hin verteilen. Ein ganz tolles Produkt. Wir sind beim Nikolaus angekommen. Und die Nummer 6 befindet sich einmal hier oben. Hier haben wir auch erstmal wieder nur Blick auf Seidenpapier und dann sehe ich da etwas weiß-gelbes, oranges durchblitzen. Ein Produkt von der Marke Philip Kingsley. Da habe ich gerade ein Produkt auch in meinem Badezimmer stehen, eine Haarmaske, die man sich allerdings vor dem Shampoonieren ins Haar gibt. Und ich glaube, das ist ein ähnliches, aber mit einem anderen Duft. Wir haben hier nämlich den Elasticizer Therapies. Mit Mayan Vanilla, also mit Maya Vanille, ich weiß es nicht, und Orangenblüte.
Deep Conditioning Treatment und 40 Milliliter sind in diesem Produkt enthalten. Und das, was ich da habe, heißt, glaube ich, genauso, hat aber Granatapfel drin. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber hier steht auch, before shampooing, also vor dem Haarewaschen, soll man sich das ins Haar geben, dann 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und dann mit Shampoo auswaschen. Also von der Anwendung genauso wie das, was ich schon da habe. Und das mit Granatapfel riecht richtig gut. Ich bin jetzt gespannt, wie das hier riechen wird. Oh ja. Das hat einen schönen, angenehmen Geruch, nicht so intensiv. Das kann natürlich dann auch nochmal sein, dass das anders wirkt, wenn man sich das in die Haare einmassiert. Aber ich finde, es ist ein schöner, fruchtig, blumiger Duft. Der gefällt mir sehr und sowas rieche ich gerne. Der Nikolaus hat mir sehr gut gefallen. Mal schauen, ob die Nummer 7, meine Glückszahl, mir ähnlich gut gefällt. Und da sehe ich jetzt wieder eine Flasche von einem Produkt, was ich, glaube ich, in einer größeren Variante auch schon hier bei mir zu Hause habe. Wir haben hier von Ren Clean Skincare das Ready Steady Glow Daily AHA Tonic mit 50 Millilitern. Ich liebe Toner über alles. An den hier habe ich mich aber noch nicht ganz rangetraut. Ich bin da immer etwas vorsichtig mit neuen Produkten, die so Säuren enthalten. Ich verwende mittlerweile Produkte mit so Säuren und vertrage sie auch sehr gut. Und diesen Ren-Toner möchte ich auch demnächst mal ausprobieren. Ja, er soll der Haut Glow schenken. Ich verwende ein ähnliches Produkt aktuell und seitdem ich das nutze, schreibt ihr, meine lieben Zuschauer, auch immer öfter, dass meine Haut so schön strahlt. Und ich kaufe dem Produkt das auch von der Beschreibung her darum sehr ab, dass das einen schönen Glow macht. Man soll es auf ein Wattepad zum Beispiel geben und dann auf die trockene Haut über Gesicht und Hals auftragen. Man kann es morgens und abends verwenden und soll natürlich die Augenpartie dabei aussparen. Das Produkt in der Nummer 8 ist da so richtig eingewickelt. Schaut aus, als wenn es ein kleiner Pott wäre. Den wickeln wir hier mal auf. Ja, wir haben hier von Iflom ein Produkt, einen Cleanser. Viel mehr steht da jetzt als erstes gar nicht mal drauf. Das sieht sehr schlicht aus, aber ich glaube, das ist auch so typisch Yves Lom. Und da haben wir 20 Milliliter Produkt enthalten. Ich schraube es mal auf. Es hat hier noch so einen extra Schutz. Ah, das scheint so ein. Hier ist es ein Reinigungsbalsam. Der sieht jetzt hier relativ fest aus. Und der hat so einen. Ach, was riecht der? Ich wollte im ersten Moment sagen, zitrisch. Im zweiten Moment riecht es für mich nach Tee. Ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen. Hier auf der Dose steht leider nicht drauf, welche Inhaltsstoffe enthalten sind. Ich werde euch das aber gerne mal raussuchen und einblenden. Was hier aber noch sehr schön erklärt ist, ist die Anwendung des Produktes. Leider alles auf Englisch, aber es ist nun mal auch ein Kalender von einer englischen Shopseite. Da habe ich das nicht anders erwartet. Letztendlich steht hier, dass man eine ganz kleine Menge entnehmen soll und in den Fingerspitzen erwärmen soll. Das Produkt soll man dann in die Haut einmassieren und mit einem feuchten, warmen Tuch abnehmen. Hier steht auch, dass man das Ganze dreimal wiederholen soll. Ich weiß nicht, ob ich da so die Geduld hätte, das dreimal hintereinander zu machen. Das muss ich dann einfach mal ausprobieren. Und es ist ein Produkt aus England. Ich werde es gerne testen. Die Nummer 9 ist ganz leicht und hier haben wir scheinbar einen Stift drin. Der Dusch hat da nämlich so etwas vor. Ja, es ist ein Stift von der Marke Diego Dalla Palma in Farbton 01. Und wenn ich mir das Ende anschaue, wird es ein schwarzer Kajalstift sein. Ja, einer zum Anspitzen. Sowas kann man natürlich immer gebrauchen. Ich habe aber so einige Kajalstifte da. Das heißt, dieser hier wird weiter wandern. Ich habe von Diego Dalla Palma, glaube ich, einen Lip Liner da. Den finde ich ziemlich gut. Der ist so richtig schön soft und lässt sich mega gut auftragen. Ich kann mir also darum sehr gut vorstellen, dass der Kajal auch ein tolles Produkt ist. Die Nummer 10 ist jetzt eine der größeren Schubladen hier in der Mitte. Und da haben wir scheinbar wieder einen Pott drin von Rituals. Das finde ich mega. Wir haben hier ein Produkt von Rituals drin aus der Reihe The Ritual of Sakura. Das Celebrate Each Day Body Scrub, also zelebriere jeden Tag Body Peeling.
mit Bio-Reis und Kirschblüte ist diese Duftrichtung dieser Cura-Reihe. Und die mag ich sehr gerne. Es ist ein schöner, femininer, nicht so aufdringlicher Duft. Und ein Peeling aus dieser Reihe hatte ich noch nicht. Ich habe eins aus der Happy Buddha-Reihe gerade hier bei mir zu Hause. Das wartet noch auf seine Anwendung. Und das hier wird dann natürlich auch gerne verwendet werden. Wir sind bei der ersten Schnapszahl angekommen. Das Papier ist hier ziemlich locker und da rutscht auch ein Produkt hin und her. Und das ist eine kleine Pipettenflasche in so einem schönen Milchglas. Das sieht schon hochwertig aus. Von Tenlux, ein Super Glow Hyaluronic Self-Tan Serum. Ein Selbstbräunungsserum mit Hyaluronsäure. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dieses Produkt hier enthält 10 Milliliter. Das ist eine recht kleine Größe. Ja, so mit Selbstbräunungsprodukten bin ich immer etwas vorsichtig. Aber ich kenne eine Person, die gerne braun ist. Und vielleicht packe ich ihr das ja in den Adventskalender. Mit dieser Schachtel der Nummer 12 haben wir fast Halbzeit. Die ist auch wieder sehr leicht und wir haben hier etwas aus dem Bereich der dekorativen Kosmetik drin, von einer sehr hochpreisigen Marke, nämlich Illa Masca. Das ist ein Liquid Lipstick, glaube ich. Loaded Lip Polish im Farbton Vogue. Sehr schön, es sieht so ein bisschen alltagstauglich aus. So ist einmal die Verpackung, das sieht sehr edel aus und dann sieht man da auch schon die Farbe. Wir werden die, glaube ich, einfach mal swatchen. Ich finde, die ist schön. Hier hat es noch so einen Versiegelungsaufkleber drauf. Die muss ich, glaube ich, erstmal abfriemeln. 1,5 Milliliter sind hier übrigens enthalten. Und ja, wir haben hier ein ganz normales Applikatorfüßchen. Der stinkt etwas. Der tut nicht gut riechen. Aber die Farbe ist echt schön. Das ist so ein Peach-Ton, gar nicht mal so nudig, wie ich jetzt vermutet hatte, als ich das hier so durch die Verpackung durchgesehen habe. Aber ein sehr schöner Ton und es ist ja wie so ein Cream-Lipstick. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es ein Gloss ist. Es ist aber auch kein matter Liquid-Lipstick. Es hat einen schönen Glanz mit drin und ich werde den gerne mal auf meinen Lippen ausprobieren. Vielleicht nehme ich den ja auch mal mit in ein Schminkvideo und dann testen wir das gemeinsam. Die Nummer 13 ist ziemlich leicht, aber gut gefüllt und ich sehe hier etwas Stoffiges. Ja, wir haben hier eine Schlafmaske in einem schönen Dunkelblau und die sieht recht seidig aus. Die ist echt riesig, also wenn ich das hier so vor mein Gesicht halte. Nicht schlecht. Und es ist von der Marke Glove. Da steht einmal hier auf dem Fähnchen drauf. Von Glove habe ich jetzt zum Beispiel auch ein Haarhandtuch. Das ist echt toll. Das kann ich auch empfehlen. Und hier hinten haben wir so ein schönes, seidiges Gummibändchen drin, dass das auch nicht zu straff, zu eng dann um den Kopf herum ist. Ich habe ganz viele solcher Masken da. Darum denke ich, wird diese hier weiter wandern. Mal schauen, ob das vielleicht auch gleich hier in diesem Video oder ob ich das in einen der Adventskalender packe. Das werde ich mir überlegen. Die Nummer 14 ist richtig schwer und hier haben wir anscheinend auch wieder einen Pöttich, ein Pott drin. Ich sehe einen silbernen Deckel und es ist von Elemis, eine sehr hochpreisige, hochwertige Marke. Da haben wir die Pro Collagen Over Oxygenating Night Cream. Dazu habe ich schon das Pendant als Tagespflege hier bei mir zu Hause. Und diese Tagespflege wollte ich einer bestimmten Person in den Adventskalender packen. Und ich glaube, dann macht es Sinn, wenn ich ihr das mit dazu packe. Ich glaube, das ist eine tolle Pflege, die so ein bisschen aufpolstert, die so Fältchen minimieren soll. Und diese Creme hier hat 30 Milliliter. Das ist eine richtig schöne Größe. Das ist eine Full-Size-Größe, muss man auch dazu sagen. Also ich weiß nicht, was die kosten wird. Vielleicht so um die 60 €, keine Ahnung. Ich werde es ja dann auch erst sehen, wenn ich das Video bearbeite. Ich finde es toll. Ein tolles, hochwertiges Produkt und genau so etwas habe ich mir für diesen Kalender gewünscht. Die Nummer 15 ist hier wieder so eine schmale Schachtel. Und da haben wir ein Produkt von eCooking drin. Und da habe ich ja neulich ein Fußbalsam mit in einer Box und einem Kalender gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dieser Fußbalsam von eCooking ist unfassbar toll. Hier haben wir jetzt das Vitamin C Serum. Ohne Duftstoffe ist das und
Das ist toll, da kann ich das auch mal ausprobieren. Ich habe gerade ein anderes Vitamin C Serum in Anwendung. Ich vertrage das richtig gut. Meine Haut tut es richtig gut. Und jetzt kann ich hier nochmal eine andere Marke testen. Es soll auch noch Feuchtigkeit spenden. Es ist vegan. Von E-Cooking habe ich schon so viel Gutes gehört. Und wie gesagt, der Fußbalsam, den ich gerade austeste, der ist phänomenal. So was Gutes hatte ich noch nie für meine Füße. Und darum freue ich mich jetzt über dieses Produkt wirklich mega doll und sehr. Und kann es gar nicht fassen, dass das hier auch mit im Kalender ist. Wir sind bei der Nummer 16 und das ist einmal eine der größeren Schubladen hier. Oh. Oh, das riecht aber nach Lavendel. Wir haben hier von This Works ein Produkt. Da gibt es ja auch das Deep Sleep Pillow Mist. Das ist ein Kopfkissenspray mit Lavendelduft, was beim Einschlafen helfen soll. Und das riecht genauso hier durch die Tube durch. Wow, intensiv. Hier haben wir Deep Sleep Body Cocoon, ein mehrfach anwendbarer Beauty, Schlaf, was auch immer, für bessere Nächte und tollere Morgen. Ja, eine Lotion ist das mit 100 Milliliter. Also eine Körperlotion, die nach Lavendel riecht. Und allein wenn einem Lavendelduft so umgibt, dann ist das beruhigend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das echt gut funktioniert. Ich habe überhaupt keine Probleme so mit dem Einschlafen. Darum denke ich, wäre das vielleicht ein schönes Produkt, was ihr in diesem Video gewinnen könntet. Und dann würde ja auch hervorragend diese Schlafmaske noch dazu passen. Also die beiden Produkte, die stelle ich schon mal hier für euch beiseite. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was ihr in diesem Video gewinnen könnt. Weiter geht's mit der Nummer 17. Und da war jetzt nochmal besonders sicher in dieser Pufffolie dieses Produkt hier eingepackt von der Marke Omorovicha. Ich glaube, so spricht man das aus. Ein richtig schöner Tiegel, der sieht sehr hochwertig aus. Es scheint hier aus Glas zu sein. Es ist wie so anmattiert mit einem silbernen Deckel. Und da haben wir, ja, SOS Argent steht da noch, ein Silver Skin Savior. Sonst steht hier nicht viel mit drauf. 15 Milliliter sind hier drin. Ich hätte mir jetzt tatsächlich gerade auch bei diesem Produkt gewünscht, dass vielleicht nochmal irgendwie so Karten oder irgendwas mit in den Schachteln drin sind oder vielleicht ein Begleitheft, wo die Produkte erklärt werden oder beschrieben werden. Denn ich kenne das hier zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, was das machen soll. Und ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal kurz googeln, damit ich euch noch was dazu erzählen kann. Ich habe das jetzt auf der Shopseite von Nische Beauty gefunden und da kosten 50 Milliliter von diesem Produkt sagenhafte 82 Euro. Hier haben wir 15 Milliliter drin. Das heißt, es wird so einen Wert von knapp 25 Euro haben. Das ist ordentlich. Und es ist eine Maske. Es ist eine Reinigungsmaske, um es genau zu betiteln. Und beschrieben wird es als perfekte Pflege für Haut, die zu Unreinheiten neigt. Enthaltenes kolloidales Silber und diese Wörter immer, ne? Niacinamid wirken antibakteriell und aktiv gegen Unreinheiten und Entzündungen. Anteile von Salicyl und Glykolsäure haben darüber hinaus eine porenreinigende Wirkung für eine reinere, geschmeidigere und gesündere Haut. Das klingt richtig gut. Das Produkt sieht richtig hochwertig aus. Und ich überlege noch, ob ich es für mich behalte, aber letztendlich. Ich schätze mich glücklich, dass ich recht selten Unreinheiten habe, wenn dann meistens zu meinen hormonbedingten monatlichen Schwankungen. Und ich glaube, darum ist das Produkt bei jemand anderem besser aufgehoben, der vielleicht mehr mit Unreinheiten zu kämpfen hat. Vielleicht ist ja da jemand von euch da draußen, der bei dieser Verlosung hier bei diesem Video mitmachen möchte, den dieses Produkt besonders interessiert und der da Interesse hat, weil er halt da eben mehr Probleme hat wie ich. Und deswegen packe ich euch dieses Produkt auch mit in die Verlosung. Wir sind schon beim 18. angekommen und hier haben wir auch wieder etwas Eingewickeltes. Sieht aus wie eine Tube, oder? Wir wickeln es auf und dann werden wir uns überraschen lassen. Und wir haben hier ein Produkt von der Marke Sleek Makeup, ein Hydrating Primer.
der Feuchtigkeit spenden soll und 20 Milliliter sind hier drin. Ich finde es super, dass hier ein Primer drin ist und ich finde es auch super, dass es einer ist, der Feuchtigkeit spenden soll. Das finde ich klasse. Ich habe schon viele verschiedene Produkte von Sleek Makeup ausprobiert und bin von der Marke recht angetan, zumal die nicht so extrem teuer ist. Da kann man sich wirklich mal durchtesten. Den Primer hier kenne ich noch nicht und darum finde ich es super, dass der hier mit dabei ist. Wir sind bei der Nummer 19 angekommen. Die letzte Zahl im 10er-Bereich und die ist hier links oben. Und die ist auch wieder leicht. Das Papier wölbt sich und ich sehe eine Schachtel. Wow, von Anastasia Beverly Hills haben wir hier die Lash Break Volumizing Mascara drin. In der Reisegröße ist das, meine ich. 5 ml Produkt sind hier drin. Und schaut euch mal alleine die Verpackung an mit diesem Ombre-Effekt. Das sieht total hochwertig aus. Ich habe hier auch ein paar Anastasia Lidschattenpaletten. Ich habe auch einen Bronzer. Das ist mein liebstes Produkt von ihr. Den finde ich mega klasse. Aber eine Mascara von ihr habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich dann jetzt natürlich dann auch demnächst mal tun. Und die Mascara, das gefällt mir jetzt sehr, hat den gleichen Style wie die Umverpackung mit diesem Ombre-Effekt. Das sieht mega hochwertig aus. Ich freue mich drauf, sie auszuprobieren. Ich werde sie jetzt noch nicht aufmachen. Ich möchte nicht, dass sie mir austrocknet, denn ich habe gerade frisch eine Mascara aufgemacht. Also seht es mir bitte nach. Verzeiht es mir bitte, dass ich euch das Bürstchen jetzt nicht zeigen kann. Und schon sind wir im 20er-Bereich. Hier sehe ich eine weiß-grüne Tube von der Marke Mio. Ein Clay Away Body Cleanser mit 30 Millilitern. Das Produkt kenne ich so auch noch nicht. Die Tube sieht echt hübsch aus mit diesem gepunkteten, ja, Kreis hier. Das ist eine Two-in-One Wash and Mask. Okay. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also man kann damit sich waschen und es ist auch gleichzeitig noch eine Maske. Man soll tatsächlich auf die trockene Haut das Produkt auftragen und für 2 Minuten einwirken lassen und dann erst abwaschen. Interessant. 30 Milliliter für den ganzen Körper. Das wird vielleicht so für 2, 3 Anwendungen bei mir reichen. Ich werde mir mal überlegen, ob ich das selbst ausprobiere oder ob ich das euch mit in die Verlosung packe. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Die Nummer 21 ist ziemlich leicht und hier sehe ich auch eine kleine Tube vom Filorga Paris, ein Timefiller. Das ist eine, ja, Tagespflege, die so gegen Fältchen wirken soll. Da habe ich auch schon ein Tübchen da in der gleichen Größe mit 15 Millilitern. Die vollkommene Antifaltencreme steht hier noch hinten drauf. Und ob das so stimmt, das muss man ausprobieren. Dadurch, dass ich, also dadurch bedingt, dass ich die schon da habe, werde ich die euch auf alle Fälle mit in die Verlosung packen. Ich stelle sie hier schon mal mit dazu. Mal schauen, was uns die zweite Schnapszahl bringt. Und sie bringt uns etwas richtig Gutes. Nämlich von der Marke Caudalie. Ich liebe diese Marke. Ich habe da jetzt schon so einige speziell Gesichtsreinigungsprodukte ausprobiert. Ich kann euch wärmstens empfehlen den Reinigungsschaum und den Toner von Caudalie. Hier haben wir jetzt ein Purifying Gel Cleanser mit 30 Millilitern und den kenne ich noch nicht. Den werde ich aber selbstverständlich gerne ausprobieren, nachdem mir die anderen Produkte von Caudalie so gut gefallen. Wahnsinn, kann man für den Morgen und für den Abend verwenden und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Es ist einer meiner Lieblingsmarken überhaupt. Die Nummer 23 halte ich jetzt in meinen Händen, die ist recht schwer und ich sehe wieder eine Tube, sie ist weiß. Wow. Von Avon haben wir hier ein Produkt. Ihr wisst es, ich mag diese Marke unheimlich gerne. Ich würde sie mir aber niemals selbst kaufen, weil sie extrem teuer ist. Ich habe von Avon schon die Tagespflege und die Nachtpflege ausprobiert. Ich verwende gerade einen Primer. Alle Produkte hatte ich mal irgendwie in Boxen oder Kalendern drin gehabt. Und dieses hier hatte ich noch nicht. Das ist ein, was haben wir hier? Harmonious Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask. Eine Gesichtsmaske mit 50 Millilitern. Cool. Mega cool. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Mit Rosenquarz ein Produkt. Hyaluronsäure ist da noch mit drin. Süße Mandel steht hier noch und Avocadoöl. Also süßes Mandelöl wird es dann auch sein.
Ja, es soll dann wahrscheinlich die Haut so ein bisschen ausgleichen, wenn da steht harmonisieren. Firming steht hier auch noch, also straffen. Interessant, ich werde sie gerne ausprobieren und das denke ich, werde ich auch zeitnah machen. Die letzten beiden Türchen stehen an und für uns ja eigentlich immer mit am wichtigsten ist der 24. Das ist einmal hier so eine kleine Tür und sie ist leicht und da scheint ein Stift drin zu sein. Wir packen den aus. Wir wickeln ihn aus. Und da haben wir einmal dieses Produkt hier von Lord & Barry. Ein Perfect Brow Magic Pencil Definer im Farbton #1706 Brunette, also braun, könnte für mich passen und er hat zwei Seiten. Wir schauen uns das an. Auf der einen Seite ist ein Spoolie, sehr praktisch, finde ich gut. Und auf der anderen Seite haben wir dann diesen Stift. Und so sieht er jetzt doch relativ hell aus. Ich überlege, es könnte trotzdem, es passt irgendwie zu dem meiner natürlichen Haarfarbe, glaube ich. Ich werde den einfach mal swatchen. Der ist relativ, ja, so ein schönes Zwischending zwischen weich und hart. Der ist nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Und er ist doch relativ hell. Also ich muss mal ausprobieren, ob mir das steht, ob ich damit zurechtkomme mit der Farbe. Aber es ist irgendwie eine schöne Farbe. Sie ist recht kühl und kann ich mir echt gut vorstellen. Ich muss es ausprobieren, ob mir das gefällt. Und mal schauen, ihr werdet es ja in den kommenden Videos vielleicht sehen, wenn ich den dann trage. Mal schauen, ob ihr da einen Unterschied dann merkt oder nicht. Wir werden sehen. Hier ist jetzt das allerletzte Türchen, die Nummer 25. Und die hat hier in der Front auch nochmal ein ganz besonderes Design. Nämlich so ein, ja, wie so Rautenmuster. Das ist mega schwer hier. Richtig schwer. Und den Deckel kenne ich. Ich glaube, das ist von Espa, ja. Wir haben hier eine Gesichtspflege von Espa drin, die 24-Hour-Balancing-Moisturizer. Ich glaube, den hatte ich mal in einer kleineren Größe da. Und das hier ist eine Full-Size-Größe, die enthält 55 Milliliter. Wahnsinn. Dieses feuchtigkeitsspendende Creme soll den Ölgehalt ausbalancieren. Ich glaube, das ist perfekt für Mischhäute wie mich. Mega cool. Es soll gleichzeitig die Haut halt durchfeuchten und klären. Ein tolles Produkt. Und ich finde diese Optik allein schon mega cool. Mit diesem Milchglas hier und dann diesen, ja, wie so Steindecke. Super, super hübsch. Ich freue mich drauf, die zu verwenden. Werde damit aber noch warten bis zum kommenden Sommer, wo ich das noch mehr brauche, dieses Balancing, diesen Ausgleich zwischen meinen unterschiedlichen Gesichtsbereichen. Und da wird es bestimmt einen guten Job machen. Ich werde berichten. So, ihr Lieben, wir haben komplett alles ausgepackt und ähnlich wie im letzten Jahr bin ich einfach nur begeistert. Wir haben so tolle Produkte in vernünftigen Größen, sogar Full-Size-Größen in den meisten Fällen oder in vielen Fällen oder zumindest den offiziellen Reisegrößen. Morton Brown mit 100 Millilitern kostet auch eine Stange Geld. Diese Avant-Creme mit 50 Millilitern, Espa 55 Milliliter. Also was die Größen der Produkte betrifft, kann man nicht meckern. Die Marken sind mega gut. Morton Brown hatte ich gerade schon gesagt. Wir hatten was von Rituals, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, Illamasqua, Rodial. Da freue ich mich auch mega drauf, das auszuprobieren. Wir hatten ein paar schöne dekorative Schätze drin, sogar auch ein Tool mit dem Pinsel. Wir hatten einen Primer. Also da wurde an vieles gedacht. Es war sehr stimmig. Also ich bin wirklich sehr happy. Ich habe ja jetzt hier 1, 2, 3, 4 Produkte stehen und wenn ich etwas verlose aus den Adventskalendern, dann sind es in der Regel immer mindestens 5 Produkte. Darum packe ich euch jetzt diesen Mio Clay Away Body Cleanser mit dazu. Ich finde es total spannend, das Produkt, weil es halt auch eine Maske zugleich sein soll. Und ich würde mich mega drüber freuen, wenn der oder die Gewinnerin, die das Verlosungspaket gewinnt, mir einfach dann mal schreibt und mir berichtet,
wie er oder sie es finden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich packe es jetzt für den Moment hier mit in die Verlosung und ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Lookfantastic. Dann weiß ich, dass ihr teilnehmen könnt und dann könnt ihr diese Deep Sleep Body Cocoon, die Schlafbrille, das hochwertige Produkt von Omorovicha, die Tagespflege von Filorga und dieses Mio-Produkt einmal gewinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und Einschalten. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich wirklich mega drüber freuen. Ich blende euch jetzt mal hier noch die Möglichkeit nochmal ein, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier zwei weitere Videovorschläge, falls ihr Interesse habt und jetzt noch Zeit und Lust. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.